Hallo zusammen. Diesmal geht es um die Panflöten. Die Panflöte ist mit Sicherheit eines der ältesten Flötenarten, die es gibt. Sie gehört eben zum Gott Pan. Und da sagt man, der Wind hat über die abgebrochenen Schilfrohre geblasen und einen Ton erzeugt. Und Gott Pan meinte, er müsste dann eine Flöte daraus basteln und spielte dann eben mit dieser Flöte. Und es gibt also natürlich auch andere Flöten, zum Beispiel diese südamerikanische Panflöte. Das ist eine doppelreihige Flöte, die heißt Sikus und im spanischen Wort heißt sie Zampoña. Und die werden natürlich unterschiedlich gespielt. Diese wird gespielt für Melodien, für schöne Melodien. Da gibt es sehr gute Panflötenspieler, die ganz tolle und große Flöten haben, chromatische zum Teil. Und ich spiele mit dieser Flöte auf meiner CD Dream Seasons ein Stück. Und das mache ich dann hinten ran. Und da schneide ich einen Konzertausschnitt dazu. Und das ist dann diese Flöte. Und diese Flöte, die klingt natürlich dann ganz anders. Die wird sehr heftig gespielt, braucht sehr viel Luft und man darf sie nicht allzu lange spielen. Manchmal spielen zwei oder drei oder mehrere Flötenspieler. Da geht die Melodie rundum, also zwischen den Flötenspielern hin und her, weil man nicht zu lange darauf spielen kann, weil man sonst in Hyperventilation gerät durch das heftige Blasen. Das ist, wenn das so. Ja, und das kann man nicht allzu lange spielen. Die will ich auch jetzt gar nicht spielen. Also jetzt gleich mal noch die Musik aus der CD. Bis zum nächsten Mal.